wieder meine Größe. Wer hat die Dinger wieder eingestellt? Wer hat die Dinger? Ach, ich darf jetzt. Ich darf jetzt die Maske abnehmen. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, nach so langer Zeit mal wieder in einer Veranstaltung zu sein, wo man echte Gesichter vor sich sieht, Menschen vor sich sieht. Das ist einfach klasse. Ich glaube, es ist das erste Mal wieder, seit wir im letzten Jahr das Speed-Dating zur Kommunalwahl gemacht haben, dass wir tatsächlich wieder so eine Veranstaltung machen können. Ja, für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin Bettina Gantenberg. Ich bin die Vorsitzende des DGB Stadtverbands hier und heiße euch herzlich willkommen. Ich heiße nicht nur euch hier im Raum willkommen, ich heiße auch alle Leute draußen willkommen an dem Bildschirm, die jetzt dem Stream zugucken, und freue mich, dass da auch noch jede Menge sind, die das Ganze hier verfolgen. Begrüßen möchte ich auch unsere Bundestagskandidatinnen, die sich heute hier auf ein für sie wohl Experiment eingelassen haben. Und da möchte ich zunächst mal beginnen mit einer Entschuldigung. Sevim Dagdelen von den Linken kann heute leider nicht teilnehmen. Ihr wisst alle aus den Nachrichten, was im Augenblick los ist. Sie ist Sprecherin der Fraktion im Auswärtigen Ausschuss. Und dementsprechend natürlich aufgrund der Situation in Afghanistan im Augenblick so eingebunden, dass sie es jetzt heute, sie hat noch versucht, einen Flieger zwischendurch hier hinzukriegen, aber ich weiß gar nicht, wo der in Bochum landet. Keine Ahnung. Ja, von den Kandidatinnen, Kandidaten haben wir dann heute nur hier, erschienen sind aber zu meiner Linken die beiden alten Hasen, die schon im Bundestag sind, nämlich Axel Schäfer von der SPD. Und Olaf Inderbeek von der FDP. Ja, und dann haben wir hier noch zwei Newcomer als Kandidaten, wenn auch nicht Newcomer in der Politik. Als ich mir so den Lebenslauf angeguckt habe, habe ich mir gedacht, holla, so viel habe ich, glaube ich, in meinem Alter noch gar nicht gemacht, also wo ich jetzt bin, aber die beiden als Junge haben schon ganz viel gemacht, sind schon ganz lange in der Politik tätig, nämlich Fabian Schütz für die CDU und Max Lux für die Grünen. Durch das Programm werde heute nicht ich führen, sondern Sebastian 23, den sogar ich in meinem Alter als Poetry Slammer kenne. Sebastian hat eigentlich einen Magister in Philosophie. Und Magister in Philosophie, das ist für mich jemand, der redet lange, der redet langweilig und ich verstehe keinen Ton, was er von dem sagt. Sebastian hat aber bewiesen, es geht auch anders. Man kann auch durchaus in so einem Beruf durchaus unterhaltsam sein und so, dass es auch jeder versteht. Und genau vor diese Herausforderung haben wir heute unsere vier Bundestagskandidatinnen gestellt, die Bundestagskandidaten, ich muss ja gar kein großes I sagen, gestellt. Auch sie sollen heute zeigen, dass Politik auch durchaus verständlich reden kann und dabei unterhaltend sein kann. Aber wie das funktioniert, erklärt jetzt Sebastian. Vielen Dank. So, schickt ruhig einen Applaus hinterher. Wir werden Bettina im weiteren Verlauf auch noch einige Male hier auf der Bühne sehen. Ich stelle jetzt mal Ihr Mikrofon weg. Wir müssen aufgrund der Hygienevorschriften natürlich auch darauf verstärkt achten, dass hier niemand ins falsche Mikrofon spricht und wir jederzeit das Mikrofon zwischendurch desinfizieren. So viel zum offiziellen Teil. Mein Name ist wie anmoderiert Sebastian23. Ich würde so nicht unterschreiben, dass ich niemals zu lange und immer spannende Sachen erzähle. Manchmal rede ich sehr lang und sehr langweilig, aber heute habe ich das nicht vor. Heute werde ich überhaupt gar nicht viel reden. Ich werde nur durchs Programm führen und ich freue mich sehr. Dann ist für mich natürlich auch ein neues Format. Normalerweise, üblicherweise trete ich bei Poetry Slams auf oder in den letzten 18 Monaten natürlich viel in
PoetrySlam Livestreams im Internet. Ich weiß gar nicht, welche Kamera. Ich glaube, diese ist gerade an. Wir haben eine Handvoll bis etwa 1 Million Zuschauer. Irgendwo dazwischen wird es sich bewegen, die im Internet jetzt gerade hier zuschauen bei dieser Veranstaltung. Ich frage mal in den Raum hinein, wer von euch ist denn schon mal bei einem Poetry Slam gewesen? Das sind sehr viele. Ich glaube, wir haben gerade keinen Publikumsschwenk, deswegen kann ich alles hier im Internet behaupten. Es sind etwa 20.000 Menschen hier und die waren alle schon mal beim Poetry Slam. Nein, es ist so, Poetry Slam, im Grunde genommen gibt es den Rahmen vor für unseren heutigen Abend, denn es ist ein Format, das ein kleiner Wettbewerb ist, bei dem das Publikum entscheidet, und auch heute werden wir in einer etwas abgeänderten Form einen solchen kleinen Wettbewerb hier stattfinden lassen. Wir haben dafür 4 Bundestagskandidaten hier, die nacheinander zu 4 verschiedenen Themen kurze Beiträge machen werden. Die haben jeweils 2,5 Minuten Zeit, wobei da kommt sofort die Einschränkung hinterher. Es sind 30 weitere Sekunden möglich, wenn ihr als Publikum hier im Saal weiterruft. Natürlich können auch die Leute zu Hause an den Bildschirmen weiterrufen. Wenn sie das laut genug tun, dann erschreckt es vielleicht die Nachbarn. Hier kommt das wahrscheinlich nicht an im Jahrhunderthaus in Bochum, aber gerne. Also wir mögen enthusiastische Zuschauer auch an den Bildschirm. Es ist so, hier wird eine Zeit runterlaufen, während die Politiker gleich sprechen werden. Wenn die 2,5 Minuten vorbei sind, könnt ihr seht das, in dem Moment weiterrufen, und damit gebt ihr 30 weitere Sekunden frei. Falls die nicht, ich weiß gar nicht, was da die Absprache ist, falls niemand weiterruft und die 3 Minuten dann vorbei sind, komme ich dann hoch, führe die Herren sanft, aber mit Nachdruck von der Bühne runter. Ja, okay, das wird sehr interessant. Das wird natürlich nicht passieren, wie wir alle wissen. Das ist einfach nur ein Klischee. In Wirklichkeit überziehen Politiker niemals ihre Redezeit, und das werden wir auch heute nicht machen. Wir haben die große Freude, ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, dass wir hier eine ganze Bandbreite vorstellen können von eigentlich 5, jetzt leider nur 4 großen Parteien. Heute Mittag habe ich mit dem migrantischen Online-Magazin Aktuell ein Interview darüber geführt, und die haben mich gefragt, warum ist niemand von der AfD hier? Und ich hätte gerne so einfach geantwortet, wie ich das jetzt hier machen kann, indem ich einfach auf die Plakate hinweise, auf den Bundestag nazifrei steht, keine Stimme für AfD und andere Rassisten. Das vielleicht, falls ihr euch das gefragt habt, am Bildschirm. Das ist der Grund, darum sind die heute nicht hier bei uns auf der Bühne. Und wir haben aber jede Menge interessante Themen, wir haben interessante Standpunkte. Die Abstimmung, das will ich noch kurz erklären, wie die funktioniert. Die Abstimmung obliegt dem InternetzuschauerInnen, die nämlich nach den jeweiligen Runden über unser Wertungstool auf der Online-Plattform Twitch zustimmen oder abstimmen können, indem sie einen Befehl eingeben, den wir aber wahrscheinlich auch einblenden. Malte, blenden wir den Befehl ein dann nachher? Machen wir. Das heißt, ihr seht dann auf dem Bildschirm, was ihr eingeben müsst für euren Favoriten in der jeweiligen Runde. Wir machen 4 Abstimmungen. Das heißt, wir hören uns jeweils zu den Themen die Redebeiträge an, und nach jeder Runde wird abgestimmt. Am Schluss gucken wir, wer die meisten Runden gewonnen hat, und dann gibt es natürlich auch einen kleinen Preis zu gewinnen, aber dazu vielleicht später mehr, damit die Spannung so ein bisschen im Raum hängen bleibt. Gibt es Fragen? Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt sage, aber anscheinend hier auch nicht. Wenn euch Fragen einfallen, wendet euch gerne zwischendurch vertrauensvoll an mich. Ansonsten gelten die bei Poetry Slams üblichen Regeln. Es gibt ein Zeitlimit, das habe ich gerade schon erklärt. Die Texte müssen selbst verfasst sein. Das heißt, Zitate müssen kenntlich gemacht werden. Auch das ein Thema, das in der Politik eine große Rolle spielt, wenn man sein Amt behalten möchte. Sonst kann man, wie in Berlin vorgeführt, nur Bürgermeisterin werden und nicht in den Bundestag. Das war schon was zu deutlich. Nee, ich bin total neutral.
am heutigen Tag zumindest. Und ansonsten, genau, Zitate müssen kenntlich gemacht sein, eigene Texte, Zeitlimit und, ich habe mich eine Regel vergessen, genau, nee, habe ich nämlich nicht. Doch, durchgängiger Gesang ist nicht gestattet. Das ist, ach ja, Max ärgert sich ein bisschen, hattest du eine Gesangsnummer vorbereitet? Ja, die große Arie zum Klimawandel, die nur aus dem Vokal A besteht. Die singe ich auch gerne. Wir machen gleich weiter. Ich sage noch dazu, vor den jeweiligen Runden werden wir eine kleine Einführung in das Thema kriegen. Machst du die jeweils, Bettina? Ja, wir haben eine thematische Einführung, in der wir kurz erklären, worum es geht, bevor wir jetzt gleich mit der ersten Runde, Überraschung, es wird ums Thema Klima und Verkehrswende gehen, bevor wir damit anfangen, habe ich noch eine Weltpremiere für euch hier im Saal und für die ZuschauerInnen an den Bildschirmen. Wir zeigen euch nämlich einen kleinen Clip zu der Kampagne, von der hier überall die Plakate hängen. Die Clips sind noch nicht veröffentlicht, niemand hat die vorher gesehen, der Öffentlichkeit sind die noch unbekannt. Wir zeigen die jetzt im Laufe des heutigen Abends zwischendurch immer und ich sag mal so, viel Spaß mit dem ersten Clip. Mats ab! Ich bin Mario, ich bin Friseur und bei mir bekommt jeder die Haare geschnitten. Blond, braun, schwarz, kraus, völlig egal. Außer Glatzen und Nazis, denn die gehören hier nicht in den Laden und erst recht nicht in den Bundestag. Also bitte geht wählen, aber demokratisch. Wen ihr wählt, das mag Haarspalterei sein, nur bitte nicht die AfD, denn die spaltet die Gesellschaft. Jo, oder was sagst du? Ja, hast recht. Das erste Thema, zu dem uns unsere Kandidaten jetzt ihre Position sagen, ist das Thema Klimawandel. Die Energie- und Mobilitätswende, die wir brauchen, um den Klimawandel zu bewältigen, werden unsere Wirtschaft stark verändern. Die Gestaltung dieses Wandels muss sich daran orientieren, dass sie gerecht abläuft und die Beschäftigten die Umbauprozesse mitgestalten können. Die Sicherung natürlicher Lebensgrundlagen und der Erhalt von Wohlstand und Beschäftigung sind kein Gegensatz. Gute Arbeit im Energie- und im Verkehrssektor muss erhalten, womöglich ausgebaut und wo nötig durch Qualifizierung begleitet werden. Mobilität muss gleichzeitig klimafreundlich für alle zugänglich und bezahlbar sein. Der Energiesektor muss für Privathaushalte, Industrie, Dienstleistungen ausreichend bezahlbare Elektrizität aus erneuerbaren Energien bereitstellen. Genau diesen Text haben die Kandidaten gekriegt. Und als Aufgabe mussten sie sich mit der Frage beschäftigen, Klimawandel und Verkehrswende, was sind Ihre vorrangigen Ansatzpunkte? So sieht's aus. Das ist unser Thema für die erste Runde. Und das Publikum hier hat jetzt die Gelegenheit, wenn wir gleich den ersten Kandidaten auf die Bühne holen, ein kleines bisschen auszuprobieren. Ihr seid natürlich auch gefragt bei den Abstimmungen, nämlich durch euren Applaus, der hier ganz direkt bei den Kandidaten vorne ankommen wird. Wir tasten uns mal kurz ran. Probieren wir mal einen Applaus, den ihr spenden würdet für eine Rede, die ihr, sagen wir mal, so mittelüberzeugend findet, wo ihr mehr so aus Höflichkeit klatscht. Wie klingt so ein Höflichkeitsapplaus am heutigen Abend? Das ist schmerzhaft. Springen wir direkt vor, wenn ihr zufrieden seid mit einer Rede, wenn ihr denkt, so, das war vielleicht nicht der Weisheit letzte Schluss, aber das war schon eine sehr gute Rede, das war schon ordentlich, da waren interessante Punkte dabei. Wie klingt ein sehr zufriedener Applaus am heutigen Abend? Okay. Und das Maximum, wir machen beim Poetry-Slam oft auf einer Notenskala zwischen 0 und 10. Wenn wir jetzt, haben wir gerade so ungefähr so einen 7-Punkte-Applaus gehabt, wenn wir zu 10 hochgehen, wenn ihr absolut begeistert seid, dann spendet ihr einen eskalativen 10-Punkte-Applaus. Den möchte ich jetzt nicht probeweise hören, den möchte ich direkt hören, wenn ich den ersten Kandidaten zum Thema Klima- und Verkehrswende auf die Bühne hole von den Grünen mit eurem riesigen 10-Punkte-Applaus. Hier ist für euch Max Lux. Ja,
Ja, danke schön für die Anmoderation und danke für die Einladung hierhin. Das Ganze heißt ja Poetry Slam der BundestagskandidatInnen. Das habe ich mal ein bisschen wortwörtlicher genommen und ein paar Dinge vorbereitet, von denen ich glaube, dass sie Slams sind. Ob sie das sind, das kann ich euch am Ende nicht beantworten, sondern wahrscheinlich nur Leute, die sich professionell damit auskennen. Und ich würde direkt beim Thema Klima und Verkehr einsteigen. Da habe ich mich vor allen Dingen mit Alltagssituationen beschäftigt. Montag, 7:30. Mit dem Rad auf dem Weg zur Arbeit und der schöne Radweg an der Bessemer Straße endet in einem Dreieck aus Dystopie, Hattinger Straße und Baustelle. Wie komme ich hier nur von der Stelle? Bis nach Essen gibt's 3 Autobahnen, aber mein Rad hat keine Schnellstraße zum Fahren. Jetzt mehr investieren in Radschnellwege statt in mehr Staus. Das wäre guter Elan für den nächsten Bundesverkehrswegeplan. Mittwoch, 2:30 nachmittags auf dem Weg nach Berlin. Ja, das ist die Stadt der gelebten Parodie, seitdem Andi Scheuer immer noch und wieder immer noch im Amt ist. Unser Zug macht eine Pause, alles normal, Stellwerksstörung in Hamm. Und während wir an den Gleisen warten, sind es Düsenjets, die starten. Düsseldorf, Berlin, 3-mal täglich, unterstützt vom Steuerzahler mit subventioniertem Kerosin. Dabei wär's doch so einfach. Geld für die Schiene, endlich dreifach. Schluss mit Kaputtsparen. Für unsere Züge ist es endlich Zeit zu fahren und für uns alle besser, günstige Ticketpreise zu bezahlen. Ich bin nicht hier, um euch den Diesel wegzunehmen. Ich bin hier, um euch zu erzählen von einer Generation, deren Hoffnung liegt in einer Nation, die endlich das Klima schützt, die nicht bessere Menschen backt, aber die bessere Politik backt, die für Erneuerbare sorgt und Jobs mit Zukunft gibt in Bochum einen neuen Hort, die 1,5 Grad endlich ernst meint und einen sozialen CO2-Preis schafft, der sagt, jeder ist gemeint. Leben wir nicht die Angst, leben wir die Hoffnung auf eine gute, leben wir die Hoffnung, wenn Zukunft wird erkannt. Denn Klima ist nichts neben Gerechtigkeit. Klima ist Gerechtigkeit für uns, unsere Kinder und die Menschen im globalen Süden in all seiner Tatsächlichkeit. Danke. Vielen Dank, Max. Ich komme jetzt in meiner zweiten Aufgabe als Desinfektionsbeauftragter hierhin. Ich habe mir dabei nur nicht überlegt, dass ich eigentlich mehr Hände dafür bräuchte. Aber wir kriegen das hin. Was? Du kannst es auch machen. Wir können es ja auch gemeinsam versuchen. Das ist doch ganz im Sinne des heutigen Abends. Haben wir vier Hände. Guck mal hier. Zack. Spray wäre super hilfreich gewesen, das stimmt an der Stelle. Ihr müsst jetzt so ein kleines bisschen euch speichern, was ihr gerade gehört habt und wie ihr das fandet. Es kommt beim Poetry Slam auf den Vortrag an und auf den Text. Beide Komponenten spielen zusammen. Wir lassen das mal genau hier so, vielleicht legen wir es so ein bisschen zur Seite. Und ihr müsst euch jetzt merken, was ihr gerade gesehen habt, wie es euch gefallen hat. Und dann, ich stelle es mal hier hin. Könnt ihr am Schluss, wenn wir alle vier Kandidaten gehört haben, euch ein gemeinsames Bild bilden. Und ihr zu Hause könnt dann abstimmen. Wir machen direkt weiter. Wir springen von den Grünen zur FDP zum selben Thema. Auch 2,5 Minuten hat für euch unter einem 10-Punkte-Applaus auf der Bühne zu begrüßen. Macht Lärm für Olaf in der Beek. Ja. Halli und hallo, ich kann das nicht. Es liegt einfach daran, dass mir im Gegensatz zu Seven Dugdale nicht der Flieger gefehlt hat, sondern einfach die Zeit, weil ich bin auch Berichterstatter für Afghanistan, aber trotzdem hier. Insofern, Max hat völlig recht, Klimawandel muss sein, 1,5% Pariser Klimaabkommen, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Und es geht um den Weg, es geht um das Wie. Und da unterscheiden wir uns wahrscheinlich ein wenig, weil wir schon davon ausgehen, dass wir in einer sozialen Marktwirtschaft weiterleben wollen, weil wir daran glauben, dass eine soziale Marktwirtschaft, die nachhaltig gestaltet werden wird, die effektivste Waffe ist, um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen. Und ich glaube, in einer Welt, wo wir darüber reden, dass Menschen eigentlich den Wandel mitvollziehen müssen, müssen wir einfach auch dazu hergehen und sagen, jawohl, wir müssen Menschen mitnehmen, wir müssen Menschen begeistern, wir müssen die Menschen davon, wir müssen ihnen klar machen, dass es der Weg nicht nur der leichteste Weg ist, sondern auch ein Weg, der Spaß macht. Und das schaffen wir einfach dadurch, indem wir die Leute auch mal belohnen, wenn sie CO2 einsparen. Auf der anderen Seite müssen wir auch Unternehmen belohnen, wenn sie CO2 einsparen. Wir müssen den Leuten aber auch zeigen, dass sie, wenn sie CO2 ausgeben, dafür auch mehr Geld bezahlen müssen. Und ich mache das immer schön fest an dem Beispiel eines Unternehmens. Nehmen wir eine Reederei. 80% aller unserer Weltgüter werden über das Weltmeer geschippert. Und wenn man einer Reederei sagt, es gibt einen CO2-Deckel und in diesem Deckel packe ich ganz viele Zertifikate und indem ich jedes Jahr genau diese Zertifikate teurer mache, werde ich dem Reeder sehr schnell klar machen, dass er in 5 Jahren einfach nicht mehr seine Waren über das Weltmeer zu dem Preis schippern kann, wozu er es verkaufen kann. Insofern ist unsere Idee einfach zu sagen, da muss er einfach mehr Geld bezahlen und seine Idee wird sein, jawohl, ich muss in Innovation und Technologieoffenheit investieren, ich muss Antriebsformen finden, die klimaneutral sind, um das Ganze zu gewährleisten. Damit kommen wir auch schon zur Verkehrswende, weil bei der Verkehrswende ist genau ein solcher Fall. Wir müssen versuchen, verschiedenste Verkehrsträger nebeneinander gleichberechtigt aufzustellen. Subventionen sind nicht gut in diesen Bereichen für die Wirtschaft. Ich muss einfach Gleichheit schaffen und die Gleichheit schaffe ich dadurch, indem ich Wasserstoff in dem Moment genauso behandle wie beispielsweise die E-Mobilität oder auch das Fahrrad oder auch den öffentlichen Nahverkehr. Und die Deutsche Bundesbahn, und da sind wir uns auch schon wieder einig, zwischen Grünen und Liberalen, muss sehr schnell ausgebaut werden. Dafür brauchen wir Planungssicherheiten. Wir müssen Beschleunigungsverfahren finden, um die Schiene voranzutreiben, weil dann brauchen wir, lieber Max, keine Flugverbote auf kurzen Strecken. Dann haben wir einfach ein attraktives Angebot, was die Menschen von vornherein überzeugt. Vielen Dank. Olaf Inderbeek war das für euch. So, ich glaube, wir lösen das jetzt gleich ein bisschen einfacher. Es ist knappe Zeit, ne? Die 2,5 Minuten sind schnell vorbei. Ich gebe dir das noch einmal in die Hand, dann bringen wir das gleich hier einmal runter. Es ist gerade etwas Kluges eingefallen. Wir können nämlich die Tücher natürlich auch schon hier unten mit Desinfektionsmittel einsprühen. Ist gut, ne? Ja, es funktioniert. Und wir machen weiter. Ihr habt schon 2 verschiedene Positionen gehört. Es wird, ihr merkt das, in unterschiedliche Richtungen gehen. Wir hören als nächstes den Kandidaten der CDU. Bitte rastet aus, macht richtig Lärm. 10 Punkte Applaus, hier ist für euch Fabian Schütz. Hallo, mein erster Poetry Slam. So, wollen wir mal die Zeit nutzen. Also, ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen von Werner. Werner hat früher im Stahlwerk gearbeitet. Werner ist auf seinen Arbeitsplatz angewiesen. Werner arbeitet in einer Branche, die von externen Faktoren wie aus China beeinflusst werden. Werner muss den Klimawandel so mitmachen, dass er seinen Arbeitsplatz nicht verliert. Wir und ich möchten diesen Wandel so hinbekommen, dass bis 2045 Deutschland ein klimaneutrales Industrieland wird. Alleingänge alleine dürfen wir nicht mitmachen. Deswegen möchte ich Werner gerne als alleinerziehenden Vater mitnehmen auf diese Reise. Ja, ich versuche es gerade etwas lustiger zu gestalten. Also, ist ja, soll etwas lustig sein. Also, klimaneutrales Industrieland. Verkehrswende auf der einen Seite. Wir haben unseren Stahlarbeiter, der seinen Arbeitsplatz nicht verlieren will, bis 2045 klimaneutral durch energieoffene Politik, technologieoffene Politik auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollen wir Familien nicht überfordern, die auf ihr Auto angewiesen sind beispielsweise. Also ja, Sie merken, CDU ist nicht unbedingt Poetry Slam bei Klimawandel. Ja, also
also technologieoffene Energiewende, ist das eine Stichwort, und Verkehrswende, technologieoffen, jetzt bin ich raus aus dem Konzept, also technologieoffene Konzepte wollen wir fördern. Wir wollen die Wasserstofftechnologie ins Ruhrgebiet reinholen. Wir wollen unsere Industrie, unsere Stahlwerke, die wir haben, hier noch so klimaneutral machen, dass wir die Leute nicht überfordern bei uns im Land. Die Verkehrswende als solche ist bei den nächsten beiden Punkten werde ich auf jeden Fall mein Skript auch besser rausnehmen. An der Stelle. Also, ich bin jetzt komplett raus, sage ich Ihnen an der Stelle. Da mache ich jetzt auch keinen Hehl raus. Der erste Punkt, der geht an die anderen Leute. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß bei den anderen, und bei den anderen beiden Punkten werde ich mich noch besser vorbereiten. Vielen Dank. Kein Problem, das kann passieren. Ist mir auch schon häufig genug passiert, dass man mal auf der Bühne hängen bleibt. Ihr könnt als Publikum, wenn so etwas passiert, natürlich jederzeit mit einem unterstützenden Applaus eingreifen. Und wir haben das Mikrofon super schnell desinfiziert und machen weiter. Denn in jeder Runde hören wir vier Stimmen und die vierte in diesem Fall kommt von der SPD, begrüßt mit einem 10-Punkte-Applaus am Mikrofon. Riesenlärm für Axel Schäfer. Ungewohnt, wenn man frei spricht, immer, aber jetzt ist das mit Papier doch etwas schlimmer. Ich rede hier, ich dichte, es steht auch zu Gesichte mir schon ein Tropfen Schweiß. Willi schaut zu von oben, Willi Brandt im Himmel. Ich hoffe, er wird sie loben, die Worte hier, wer weiß. Das Klima wird nicht aufhören, sich zu wandeln. Da gibt es nur eine Option, handeln. Schaut auf den Juni, auf den August in diesem Jahr. Wo waren denn Hitze, Strand, Freibadwetter? Stattdessen Sturzregen, Sommerfluten an der A. Und Waldbrand und Dürre am Mittelmeer, es ist klar, zu viel Wasser hier, zu wenig da. Kohle, Plastik, Öl, Müll, Knüste machen aus unserem Planeten eine Wüste. Sicher, die Erde wird es überstehen, aber wie wird das mit uns Menschen hier weitergehen? Wir Menschen in Deutschland und global, uns und die zukünftigen Generationen zu erhalten, das ist monumental. Und jetzt nicht zu handeln, macht aus menschlicher Existenz eine Qual. Eine konsequente Antwort wird gebraucht, jetzt nicht irgendwann. Und Olaf Scholz, der packt das an. Mit ihm und mir, der SPD, sagen wir dem Klimachaos ade. Wir beenden Kohlestrom, Verbrennungsmotor und auch Ölkraftwerke ganz geschwind und wir nutzen eben diesen Wind. Zukunftsfähigkeit für unser Land. Sie gelingt nur mit Wasserkraft, Solar- und Windenergie. Das liegt auf der Hand. Doch der Wandel stockt. Die Erkenntnisse und die Technologie sind da, aber insbesondere in NRW lahmt der Fortschritt Jahr um Jahr, braucht aktuell ein Windrad 6 ganze Jahr. Unfassbar. Verkehr zu Fuß, per Rad mit Bus, dass niemand mehr im Staunen stehen muss, wer geht und steht nicht im Stau und Stau, den nehmt. Nehmt den ÖPNV. Ich kämpfe für eine klimaneutrale Wirtschaft, die alle mitnimmt. Und ihr fragt nach dem fairen Teilen der CO2-Kosten beim Heizen, also heilen. Scholz wollt's und wir können das schon, auch ohne Union. Und das war's schon. Wo ist der Platz, wo die Ladesäule steht? Wo der Platz für nachhaltige Mobilität? Wo belasten wir die Großen, die viel zu viel CO2
ausstoßen. Wir wissen alle, wie das geht. Es geht mit Solidarität. Vielen Dank. Axel Schäfer von der SPD für euch als vierter Starter in der ersten von vier Runden. Jetzt gilt es abzustimmen. Spannend. Es sind sehr verschiedene Vortragsweisen, sehr verschiedene Inhalte. Die Zuschauenden daheim an dem Bildschirm entscheiden es jetzt. Es gibt dafür ein ganz einfaches Voting-Verfahren über den Chat im Stream. Könnt ihr einfach eintippen, Ausrufezeichen und dann Vote, also V-O-E-T-E, passenderweise. Dann Leerzeichen und den Vornamen desjenigen, den ihr in dieser Runde als Favoriten gesehen habt. Also entweder Axel, Max, Fabian oder Olaf. Hier ist es auch nochmal eingeblendet. Und wir machen dafür eine Minute, die gleich runterlaufen wird. Ich würde sagen, wir starten die Abstimmung ab jetzt. So. Niemand hat sich vorher Gedanken darüber gemacht, was in dieser einen Minute passiert, in der wir jetzt hier für uns überlegen können. Ich könnte jetzt hier so ein bisschen awkward einfach hin und her laufen, einfach irgendetwas erzählen. Ich habe das Gefühl, das ist auch das, was gerade passiert. Sehr schön. Ihr habt vielleicht gesehen, wir haben hier diese Plakate überall hängen, Bundestag nazifrei. Da vorne liegen ganz viele von diesen Plakaten noch aus. Wenn ihr möchtet, nehmt euch welche davon mit. Allein schon dafür, dass der Baum nicht umsonst gefällt wurde, auf den das dann gedruckt wurde im Endeffekt, ne? um diese gute Botschaft weiterzugeben. Also nehmt euch da ruhig etwas. Ich soll noch ansagen, die Kaffeemaschine bitte, die gerne benutzt werden kann, nicht während der Vorträge benutzen, aus naheliegenden Gründen, denn sie ist etwa so laut wie ein startender Hubschrauber. Die eine Minute ist wahrscheinlich knapp vorbei, da liegt auch noch was zu essen, das verrate ich den Leuten erst später, sonst stehen die jetzt alle auf. Die Minute ist vorbei. Runde 1 geht an Axel Schäfer von der SPD, der hier einen Punkt einholt. Einen Riesenapplaus nochmal für ihn und natürlich auch für alle anderen Startenden. Bevor jetzt Bettina nochmal nach oben kommt und euch das Thema von Runde 2 vorstellt, würde ich euch noch einmal den nächsten Clip vom Bundestag nazifrei hier einspielen. Das Licht geht schon ganz sanft aus. Es kommt so ein richtiges Kinogefühl und ich sag mal, Clip ab. Wir von der Sportjugend Bochum stehen für Teamgeist, Fairplay, Toleranz und Demokratie. Unsere Athleten verfolgen ehrgeizige Ziele. Hi Leute, ich bin Rudi, ich bin 17 Jahre alt und ich sprinte die 100 Meter in 10,7 Sekunden. Und ich bin Lennart und laufe die 100 Meter in 10,4 Sekunden. Ich bin Felix und ich laufe die 5000 Meter in 15,05. Hi, ich bin Alia und ich laufe die 100 Meter Hürden in 13,7 Sekunden. Aber eins ist klar, egal wie weit und egal wie schnell. Mit uns geht es kein Millimeter nach rechts. Ja, das war der Film der Sportjugend, den habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, fand ich total klasse, gefiel mir. Die zweite Aufgabe, klingt ja immer besser ohne das Ding, vergesse ich immer. Alle, die darüber meckern, ich vergesse immer, dass ich das Ding auf habe. Das zweite Thema, das wir den Kandidaten gestellt haben, war das Thema Bildung. Und auch da lese ich euch wieder den Text vor, damit ihr alle wisst, welche Aufgabe sie wortwörtlich gestellt bekommen haben. Die vermeintliche Bildungsrepublik Deutschland bleibt ein sozial gespaltenes Land. Gut jeder fünfte 15-Jährige kann nicht angemessen lesen und schreiben. Ein Kind aus einer Akademikerfamilie hat selbst bei gleicher Leistung eine dreieinhalbfach höhere Chance, das Gymnasium zu besuchen, als ein Kind aus einer Arbeiterfamilie. Der Anteil der Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen, steigt seit 2013 wieder an. Rund 1,4 Millionen Menschen im Alter von 20 bis 29 Jahren haben keine abgeschlossene Ausbildung. Sie befinden sich weder in einer Ausbildung
einem Studium, einem Freiwilligendienst noch in einer sonstigen Bildungsmaßnahme. Ein Leben in prekärer Beschäftigung oder Arbeitslosigkeit droht für viele von ihnen. Ein wichtiger Grund für diesen Zustand: Bund und Länder investieren zu wenig ins Bildungssystem. Die Frage an die Kandidaten: Wie sieht eine soziale Bildungspolitik der Zukunft aus? Was braucht es, um Chancengleichheit in Deutschland zu verwirklichen? Eine sehr, sehr gute Frage. Ich bin sehr gespannt, was die Kandidaten... Ja, bitte einen Applaus nochmal für Bettina für die Zusammenfassung. Vollkommen zu Recht. Lasst euren Gefühlen freien Lauf. Ich bin gespannt, was dazu jetzt gleich erzählt wird. Das Mikrofon ist desinfiziert gerade schon, das heißt, wir können direkt weitermachen. Wir haben eine Sache, habe ich euch noch nicht verraten, das so gemacht, dass wir am Anfang die Reihenfolge ausgelost haben, in der ihr gerade die Kandidaten gesehen habt, und jetzt changieren wir. Das heißt, wer gerade in der ersten Runde als zweites dran war, fängt jetzt an, und in der dritten Runde fängt der dritte an. Das heißt, ne, ist so, dass jeder einmal eine Runde angefangen und eine Runde aufgehört hat. Das bedeutet für diejenigen, die jetzt gerade denken so, das bedeutet, die zweite Runde wird Olaf Innerbeek gleich anfangen. Ihr habt es gerade schon fantastisch gemacht mit euren riesen Begrüßungsapplausen. Einen solchen brauchen wir auch jetzt noch einmal. Macht richtig Lärm. Hier ist für euch zum Thema Bildung von der FDP Olaf Innerbeek. Ja, ich habe mich gerade schon gefragt, was sich da so alles drauf reimt, aber... Gucken wir mal, dass wir das Beste draus machen. Bildung ist ein spannendes Thema. Ich bin eigentlich vom Profil her Fachpolitiker für Außenpolitik im Schwerpunkt Entwicklungsarbeit und beschäftige mich dort sehr stark mit Bildungspolitik. Und ich weiß, wie es ist, wenn Kinder in den Dritte Weltländern nicht lesen, schreiben und nicht rechnen können. Da müssen wir sehr stark gegenarbeiten. Und ich bin einer der großen Fans davon, dort Chancengerechtigkeit hinzubekommen. Und ich glaube, es geht auch nicht nur um die Chancengleichheit, liebe Frau Gantenberg, ich glaube, es geht um die Chancengerechtigkeit in diesem Land, und weil Individuen einfach unterschiedliche Menschen sind. Und wir möchten halt von vornherein den Bildungssektor stärken. Bildung ist eins der Hauptthemen der neuen Freien Demokraten seit 2013. Bildung ist das, wo wir sagen, wir müssen einfach bereit sein, viel mehr Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren in unsere jungen Menschen, um ihnen wirklich eine chancengerechte Lebensweise in unserem Staat zu ermöglichen. Für uns konkret heißt das, 1% vom Mehrwertsteuersatz sollte in Bildung investiert werden. Das sind 2,5 Milliarden an Euros, und wir müssen damit einfach mehr investieren in Talentschulen, in moderne Pädagogik. Wir müssen mehr investieren in Praktikas während der Ausbildung. Wir müssen Gymnasien mehr in die Pflicht nehmen, ins duale Ausbildungssystem mit zu investieren, in Praktikas. Wir müssen junge Menschen einfach auch dazu bewegen, wieder die duale Ausbildung zu suchen. Auch im Handwerk ist es sehr einfach, weil eigentlich soll ein Master genauso viel wert sein, ein Meister genauso viel wert sein wie ein Master. Und das sind, glaube ich, Ziele, für die wir wirklich mit aller Hingabe kämpfen müssen, um eben genau diese Chancenungerechtigkeiten zu vermeiden. Das heißt für uns auch, dass ein Kooperationsverbot weg muss. Wir müssen ein Kooperationsgebot veranstalten, und dafür müssen wir auch noch Gesetze ändern. Das sollten wir auch alle gemeinsam tun, und da sollten sich Demokraten auch sehr einig sein. Eins sollte nicht passieren, und das ärgert mich eigentlich bis heute. 2019 habe ich tatsächlich im Deutschen Bundestag einer Verfassungsänderung zugestimmt. Wir haben einen Digitalpakt losgebrochen. 1,2 Milliarden Euro sind an das Land gegangen in Nordrhein-Westfalen, um sie zu investieren, weiterhin in einen Digitalpakt. Und leider ist es so, dass immer noch im Jahr 2021 nur 588 Millionen Euro abgerufen worden sind. In Bochum so gut wie fast gar nichts. Es ist zu unbürokratisch, es ist zu regulativ. Wir müssen es einfacher machen, wir müssen unser Leben einfach verschnellern. Dabei wird uns Digitalisierung helfen. Vielen Dank. So, Olaf Innerbeek, ich übernehme das jetzt mal mit der leicht rauschenden, okay, ich höre ja schon auf, Desinfektion, und wir machen weiter. Ich bin jetzt gerade vor lauter Rauschen beinahe die Reihenfolge vergessen. Nee, habe ich nicht, genau. Herr Schütz macht jetzt weiter. Einen Riesenapplaus, 10 Punkte macht Lärm für den Kandidaten von der CDU zum Thema Bildung
Fabian Schütz. Ja, nachdem der erste Teil ja nicht so gut lief, versuche ich es jetzt ein bisschen besser, so wie wir es auch im Wahlkampf hatten. Wenn wir alle hier, was wir alle hier gemeinsam im Raum haben, ist, wenn wir aus Deutschland sind, wir sind alle zur Schule gegangen. Wer in Deutschland zur Schule geht, der lernt viel, aber Schule ist für uns als Land wichtig, denn Bildung ist der Schlüssel für unsere Wirtschaft, für das Fortkommen eines jedes Einzelnen. Aber wenn unsere Schulen so wichtig sind, warum lassen wir sie dann teilweise links liegen? Schauen wir uns die Digitalisierung an, auch bei uns in Bochum. Warum hat es so lange gedauert, bis unsere Schüler mit Tablets ausgestattet sind? Wir wollen die Digitalisierung in unseren Schulen weiter voranbringen. Wer eine gute Schulbildung genießt, also wir haben das Recht auf eine gute Schulbildung und wir müssen dieses Recht weiter ausbauen, indem wir auch Schülerinnen und Schülern, die aus benachteiligten Stadtteilen kommen, aus benachteiligten Orten, nicht den guten Zugang zu Schulen haben, dieses ermöglichen, indem wir diese Schulen massiv fördern. Noch heute ist es so, dass der Wohnort über die berufliche Karriere bzw. die Schulkarriere eines Schülers entscheidet. Und das darf nicht sein. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass jedes Kind Zugang zu einer gerechten Schulbildung erhält. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir die Digitalisierung so weit vorantreiben wollen, dass sie der Schlüssel, also sie ist der Schlüssel für die Zukunft unserer Gesellschaft. Kinder müssen früh an lernen, mit digitalen Geräten umzugehen, programmieren müssen sie können und wir müssen das vorantreiben. Ja, das waren jetzt so im Schnelldurchlauf, 50 Sekunden, ja. 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 So übrigens, beim Poetry Slam werde ich das auch aufgefragt, da hat man dann auch ein Zeitlimit von 5 Minuten oder so, manchmal auch 6 oder so. Man muss die Zeit nicht ausreizen, es muss nicht bis zum letzten Moment gehen, das ist nur ein Angebot. So, das war Vortrag Nummer 2 von Fabian Schütz zum Thema Bildung. Wir machen weiter mit dem Mann von der SPD. Nehmt eure Hände, haut sie aufeinander, begrüßt mit einem riesigen Applaus zum Thema Bildung Axel Schäfer. Die Grundlage von Schul- und Bildungspolitik von Humboldt, von Beckedorf, von 1819, von Preußen. Zitat. Gute Bauern, Bürger und Gelehrten, Schulen, worin diejenigen, welche zwar verschiedenen, aber gleich ehrenwerten, ständen an, gehören von Kindesbein an zu ihren künftigen Bestimmungen vorbereitet werden. Zitat Ende. Zucht und Ordnung im preußischen Staate. Man bekäme heute vielleicht dasselbe Ergebnis, zöge man die AfD zu Rate. Tun wir aber nicht. Viel lässt sich über unser Bildungssystem sagen. Zu großer Gerechtigkeit wird es von sich aus nicht beitragen. Dabei ist Aufstieg durch Bildung schon immer der Kern der Politik der Sozialdemokratie. Eine Verschlechterung dieses Status gibt es mit uns nie. Jetzt war es nicht einfach mit der Union, Frau Kalitschek als Ministerin. Das Schlimmste konnten wir verhindern. Mehr war in dieser Legislaturperiode leider nicht drin. Homeoffice für viele eine notwendige und teils willkommene Abwechslung. Doch mit Kindern und Schule zu Hause wird Pandemie mit Family und Arbeit Zumutung. Hier zeigt sich wieder mal das alte Problem. Wer Einzelkind ist und zudem behütet in gutem Elternhause im eigenen Zimmer am Laptop sitzt, hat es einfacher als das Kind nebenan, das mit 3 Geschwistern in einem Raum schwitzt. Soziale Herkunft bestimmt auch heute noch Schul- und Lebenserfolg. Unmöglich ist das allemal. Wer das für gerecht hält, hält auch so manche Partei hier im Raum für sehr sozial. Doch wie könnte eine Lösung aussehen, werdet ihr fragen. Das will ich hier auch ganz klar sagen. Kostenfreiheit von Kita bis Master und Meister, das ist für mich keine überraschende Forderung, doch wir schaffen so den Kleister für eine soziale und gerechte Gesellschaftsordnung.
in der jede und jeder leisten darf und kann, was er oder sie zu leisten imstande ist, denn nur dann gelingt uns mit individueller Förderung, Kostenfreiheit und Qualität ein gesamtes Land mit Spitzenentität. Deutschland, das Land der Dichter und Denker, es gelingt nur mit gutem Staatslenker. Mit ihnen muss man noch beifügen. Und schließlich gilt jetzt, damit es auch zählt, dass alle bei Wahlen deshalb bitte wählt. Axel Schäfer, war das für euch der dritte Starter zum zweiten Thema? Und wir machen direkt weiter, damit ihr euch auch ein Gesamtbild finden könnt für die Schlussabstimmung in dieser Runde. Begrüßt von den Grünen auf der Bühne mit einem rasanten Applaus noch einmal für euch Max Lux. Wenn ich an meine Grundschule in Gönnigfeld denke, dann höre ich bis heute zwei Dinge, den Regen und den Hausmeister. Es ist Sportunterricht, wahrscheinlich irgendwann im Herbst, und eigentlich ist die Frage vor allem, naja, wer entdeckt jetzt den Regen? Wir laufen um die Eimer herum, das Dach, das ist schon seit Ewigkeiten krumm, und der Hausmeister, der sagt nur, ist schon seit immer so, seit Ewigkeiten, seitdem ich denken kann, ist das so. Das sagt er und dreht sich einfach um. Bei Bildung kann der Bund nichts machen, sagen alle. Aber ich glaube, investieren in Kitas und in Schulen, das wäre eine gute Sache. Es wäre eine gute Sache, endlich Schluss zu machen mit einer schwarzen Null, denn die ist teuer zu bezahlen, mit der Zukunft von Kindern, mit der Zukunft von einer Generation, die nicht den nötigen Zugang bekommt. Lasst uns Kurs halten auf eine Gesellschaft, die allen sagt, hey, du kannst das. Eine Gesellschaft, die Ausbildungsplätze garantiert und die das Studium finanziert. Denn Arbeiten neben der Uni ist nicht einfach, ich weiß das. Lasst uns Kurs halten auf eine Gesellschaft, bei der Gerechtigkeit schon im Kindergarten beginnt. Bei der Gerechtigkeit bedeutet, dass eben alle Kinder, egal aus welcher Herkunft, den Zugang zur Kita bekommen. Dass Kitas flächendeckend gebührenfrei werden, das braucht mehr Mittel aus dem Bundeshalt und nicht länger eine schwarze Null. Und dafür ist es endlich Zeit. Es ist endlich Zeit, dass wir Lust machen aufs Lernen und allen denen die Angebote geben, die sie brauchen. Es ist Zeit, dass wir dafür sorgen, dass es für Kinder im Ruhrgebiet nicht mehr völlig normal ist, wenn es durch die Schulturnhalle reinregnet, sondern es ist Zeit, dass unsere Grundschulen von Querenburg bis nach Gönnigfeld genauso gut werden wie die in München, und dafür brauchen wir den politischen Wechsel. Danke. Max Lux, so, vier unterschiedliche Positionen zum Thema Bildung haben wir gehört, habt ihr gehört, und abstimmen wird, wie gerade eben auch schon, das Publikum daheim an den Bildschirmen, und zwar in derselben Art und Weise. Wenn ihr für euren Favoriten abstimmen wollt, gebt ihr ein Ausrufezeichen, Vote und dann ein Freizeichen und dann den Vornamen, also entweder in der Reihenfolge, in der wir sie gehört haben, Olaf oder Fabian oder Axel oder Max. Eine Minute Zeit, würde ich sagen. Bist du bereit? Malte am Stream ist bereit. Eine Minute ab jetzt. So, und jetzt verrate ich den Leuten nämlich, dass es auch was zu essen gibt. Dafür nutze ich diese Minute. Wir haben, glaube ich, ein paar Brezeln da. Genau, Brezeln mit gesalzener Butter. Da könnt ihr euch gerne, ja, oder, ich finde es, also wir können die Stelle auch mal nutzen, um dem DGB, der das heute hier organisiert, einen Applaus zu spenden, hier intern, wenn das Publikum abstimmt. Vielen Dank für Speis und Trank, sagt man so schön. Ich habe mir jetzt auch mal einen Reim gegönnt, einfach an der Stelle.
Wunderbar. Die Minute geht relativ zügig vorbei. Das haben Minuten so an sich. Hier mein kleiner Minuten-Fun-Fact, um das zu überbrücken. 1 Million Minuten. Und das kann man sehr schön den Unterschied zwischen 1 Million und 1 Milliarde nämlich erklären. 1 Million Minuten ist es her, dass der Sommer 2019 stattgefunden hat. Und 1 Milliarde Minuten ist es her, dass Jesus gelebt hat. Ungefähr ein bisschen mehr als 1 Milliarde Minuten. Das ist schon krass, oder? Von 2019 bis ins Jahr 0 zurück. Ist schon ein bisschen ein Unterschied. Man denkt immer so, es klingt so ähnlich. Ach, ich habe 1 Million oder ach, ich habe 1 Milliarde. Es ist ein ziemlich großer Unterschied. Die Minute ist um. Ich höre von der Regie ein Ergebnis. Diese Runde geht an Max Lux von den Grünen. Ein Riesenapplaus noch einmal. Natürlich für alle Vortragenden. Und wir machen weiter mit der nächsten Runde, bevor Bettina Gantenberg vom DGB das nächste Thema vorstellt, zeigen wir einfach den nächsten Clip. Ne? Wir zeigen den nächsten Clip aus der Bundestag-Nazi-Frei-Kampagne. Viel Spaß, Film ab! Ich heiße Iris. Ich arbeite im sozialen Bereich. Das heißt, ich helfe Menschen, eine Wohnung zu finden oder einen Job und manchmal auch sich selbst. Leute, wir leben in einem System, was es möglich macht, Menschen mitzunehmen, obwohl es Geld kostet. Die AfD, die will das nicht. Die will so ein System nicht. Die wollen am liebsten Probleme verbieten, anstatt die zu lösen. Blöde Idee? Blöde Partei. Wählt demokratisch. Vor allem keine Nazis. Denen ist nicht zu helfen. Ja, der nächste Themenblock ist ein großer Themenblock mit eigentlich ganz vielen Themen, weil es nämlich unsere ganze Veränderung der Arbeitswelt betrifft. Gute Arbeit und Digitalisierung. Über lange Jahre galt Deutschland als Hochlohnland mit sicheren Arbeitsbedingungen, dessen Wettbewerbsfähigkeit auf der hierdurch bedingten hohen Produktivität, Innovationsfähigkeit sowie Qualität beruhte. Durch verschiedene Deregulierungsmaßnahmen, und ich will da jetzt keine Einzelparteien nennen, weil ich glaube, alle, die jemals an der Macht waren, haben alle ihren Teil dazu beigetragen, hat sich das Blatt gewendet. Der Niedriglohnsektor sowie prekäre Beschäftigungsverhältnisse wie befristete Arbeitsverträge, Solo-Selbstständigkeit, ungewollte Teilzeit, Minijobs etc. bestimmen mittlerweile den deutschen Arbeitsmarkt. Hervorgerufen durch Austritte der Arbeitgeber aus den Arbeitgeberverbänden beziehungsweise Wechsel in OT-Mitgliedschaften, das heißt ohne Tarifmitgliedschaften, Zersplitterung von Unternehmen sowie neue Global Player, zum Beispiel Amazon, Google, wie sie alle heißen, ist gleichzeitig die für Deutschland prägende Tarifbindung erodiert. Und gleichzeitig haben wir inhaltlich einen Wandel, nämlich die Digitalisierung. Sie bietet den Beschäftigten viele Chancen, zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 9 Möglichkeiten für mehr Arbeitszeit und Arbeitszeitsouveränität, mehr Selbstbestimmung und eine Erleichterung und Humanisierung von Arbeit stehen jedoch zunehmender Entsicherung von Arbeit, Vereinzelung, Fremdsteuerung und Entgrenzung gegenüber. Als Folge dieser Entwicklung muss Arbeits- und Gesundheitsschutz neu definiert werden. Neue Arbeitsformen wie Plattformarbeit muss ebenso reguliert werden wie der Einsatz und die Grenzen von künstlicher Intelligenz. Wenn Arbeit zunehmend dezentral erbracht wird, muss über veränderte Wege des sozialen Miteinanders der Beschäftigten untereinander ebenso gesprochen werden wie über neue Wege zur Verwirklichung der Koalitionsfreiheit durch Zugang von Betriebs- und Personalräten zu den Beschäftigten, die ja dann zu Hause sitzen, sowie Gewerkschaften, die zum Intranet Zugang brauchen und zu den E-Mail-Systemen der Betriebe und Verwaltungen, um die Beschäftigten überhaupt noch erreichen zu können. Die Frage, die wir dazu gestellt haben, war, was ist für Sie gute Arbeit und wie wollen Sie da hinkommen? Wie möchten Sie den Digitalisierungsprozess regulieren? Vielen Dank, Bettina Gantenberg, und ich bin sehr gespannt, was die Kandidaten zum Thema Arbeit erzählen.
Und ich freue mich, dass wir als erstes den Kandidaten der CDU hier gleich hören werden. Er macht sich schon bereit, ihr könnt seinen Auftritt, sofern ihr gerade nicht beide Hände voller Brezelstücke habt, mit einem riesigen Applaus begrüßen. Macht Riesenlärm für euch noch einmal auf der Bühne von der CDU, Fabian Schütz. Ja, bei einigen schon schmunzeln, bei mir auch. Nein, also zu mir selber, ich bin Gewerkschafter, also ich gehöre eher dem Arbeitnehmerflügel der CDU an. Deswegen kann ich viele Sachen, die ihr gerade gesagt wurden, schon mal unterstreichen. So, gute Arbeit ist für mich gut bezahlte, tarifliche und zukunftssichere Arbeit. Zukunftssicher für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und deren Familie und Nachhaltigkeit und nachhaltig im Wirtschaften. Der Schlüssel dazu ist immer Beteiligung. Beteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern müssen wir stärken, indem wir die Betriebsräte vor Ort unterstützen, Zugang gewähren zu den Homeoffices, Zugang gewähren zu den Mitarbeitern. Wir wollen Ausbeutung verhindern im Homeoffice. Wir wollen die Digitalisierung der Arbeit vorantreiben. Wir wollen den Arbeitnehmer dabei aber nicht außer Acht lassen. Wir haben viele Unternehmen, die haben heute eine gewisse Kultur entwickelt, die fernab von Gewerkschaften ist und von Betriebsräten. Das wollen wir, das möchte ich, nicht wir, sondern möchte ich gerne ein Stück weit ändern. Ich möchte gerne, dass der Betriebsrat bei uns auch zu diesen Mitarbeitern Zugang findet. Dann haben wir noch einen weiteren wichtigen Punkt. Wir haben neue Formen von Unternehmen. Wir haben mittlerweile Lieferdienste. Wir haben, jetzt weiß ich nicht, ob ich den Namen nennen darf, also ich habe hier also Gorillas oder Flink. Wir müssen darauf achten, dass auch diese Mitarbeiter geschützt werden vor Ausbeutung, und dort müssen wir auch regulieren. Ja. Ein weiterer wichtiger Punkt ist für mich der Arbeitnehmerschutz im Homeoffice. Wir haben im letzten Jahr durch die Corona-Pandemie erlebt, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten, fernab von arbeitsschutzrechtlichen Regelungen. Ich halte es für wichtig, dass wir in diese Bereiche eingreifen, dass wir dort regulieren. Also ich bin kein Fan von Regularien und von Regulationen von Arbeitsprozessen an der Stelle. Nur in dem Bereich haben wir eine Grauzone und ich möchte gerne, dass diese Grauzone geschlossen wird. Ja, das war jetzt mein Fall. Ha, ich habe das Desinfektionsmittel vergessen. Fabian Schütz, Bettina, hilf mir. So, kleine Konzentrationslücke von mir an der Stelle. Das Mikrofon wird desinfiziert und wir machen dann gleich weiter mit dem Starter Nummer 2 zum Thema Arbeit. Ich vermute, ist auch da ein wichtiges Thema, zumindest hat es eine lange Tradition in der Partei. Bitte begrüßt mit einem riesigen Applaus von der SPD für euch auf der Bühne Axel Schäfer. Wir sind uns bestimmt einig, aber ich finde schon, zu guter Arbeit gehört zuallererst guter Lohn. Genauso wichtig, das ist klar, sind geregelte Arbeitszeiten, Planbarkeit. Nicht nur für den Arbeitgeber, sondern für alle Seiten. Zum Beispiel die sachgrundlose Befristung. Befristung ist Zumutung. Deshalb drehen wir jetzt die Regeln um. Wir stoppen diese Befristungsform. Unbefristete Arbeitsverträge werden die Norm. Denn Leben, Liebe und Familienplan werden durch Unsicherheiten die Pläne tristen. Wer die Zukunft der Liebe dem Leben eine Chance geben will, der muss entfristen. Als Gewerkschafter weiß ich das natürlich schon lange. Deshalb ziehen wir an einem Strange und mir wird auch für die Zukunft da nicht bange. Doch schlechte Arbeitsbedingungen gibt es leider zu oft. Schon seit langem, deshalb schließt man sich zusammen, organisiert, spricht Missstände laut an und überrascht viele, was organisiert gelingen kann. Deshalb stärkt die Gewerkschaft, trommelt für alle, ob Frau oder Mann. Ich frage, trifft das auch auf den Lokführerstreik zu mit Herrn Weselski, der ist immerhin Mitglied der CDU. Gemeinsam sorgen wir für eine Gesellschaft des Respekts und doch sind uns manche Konzerne suspekt. Amazon, Google,
Facebook mit ihren riesigen zentralen Gewinnen erwirtschaften ohne Ende und ohne Steuern zu zahlen. Mit der Situation von Beschäftigten nun haben diese Herren wahrlich nichts zu tun. Gehören doch ihre Firmen zu Sub- und Sub- und Sub-Unternehmertum. Riesige Gewinne und keine Steuer, das ist doch keinem hier geheuer. Und deshalb sagen wir globale Mindeststeuer, 15% weltweit für jeden Konzern. Ich glaube, das hören wir alle gern. Denn es kann nicht sein, dass digitale Unternehmerschaft bei staatlichen Subventionen und Hilfsprogrammen von Staaten in aller Welt die Hand aufhält, wenn es darum geht, den eigenen fairen Anteil beizutragen, wollen solche Firmen damit nichts mehr zu tun haben. Doch künftig gilt das dann nicht mehr. Das ist der Anfang. Ich kämpfe für mehr. Auch als Gewerkschafter sage ich, wir brauchen soziale Politik für dich. Danke. So, das war Axel Schäfer, Starter Nummer 2 in Runde Nummer 3. Und wir machen weiter zum Thema Arbeit. Wird für euch als drittes sprechen von den Grünen unter eurem tosenden Applaus. Mach Krach für Max Lux. Ich habe das letzte Mal, als ich meinen Job gewechselt habe, einen Abschiedsbrief an meine KollegIn damals geschrieben. Und dann habe ich gedacht, naja, eigentlich war das eine schon ziemlich erfüllende und schöne Zeit. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, welches Zitat trifft das denn eigentlich auf den Kopf? Und ich bin auf eins von Rosa Luxemburg gestoßen, das ich euch heute mitgebracht habe. Die gute Arbeit, die einen so ganz erfüllt mit Hirn und Nerven, ist doch wahrlich der größte Genuss, schreibt sie. Ich finde, recht hat sie. Aber damit Arbeit gut ist, braucht es uns alle, müssen wir gemeinsam einstehen und müssen wir dafür sorgen, dass endlich jede Arbeit die Würde bekommt, die ihr zusteht. Dass endlich niemand mehr durch den Niedriglohnsektor alleine gelassen wird und wir es endlich hinbekommen, einen Mindestlohn von 12 Euro auf die Beine zu stellen. Denn dass Arbeit gut wird, das ist nicht einfach irgendein Naturgesetz, sondern dafür braucht es uns. Uns als gewerkschaftlich Organisierte, die einstehen und die kämpfen. Doch nicht nur der Geldbeutel klopft an, wenn es um die Arbeit geht. Die Uhr schreit auf und sie will mehr Zeit haben. Und diese Zeit braucht es auch. Durch eine flexible Vollzeit, die Wochenstunden flüssig macht zwischen 30 und 40, die Mitsprache gibt über Ort, Zeit, Umfang von dem Essentiellen des Arbeitens. Und lasst uns das Homeoffice rechtssicher machen. Aber lasst uns dafür sorgen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht alleine stehen, gelassen, sondern geschützt durch Arbeitszeiten, durch Gesundheitsschutz, durch Rechte, die auch dann gelten, wenn man von zu Hause arbeitet und nicht im Büro. Und lasst uns ihm stellen, dem langen Wort, dem großen, mächtigen Wort des Entgeltgleichheitsgesetzes, von dem ich gehört habe, dass einige es auch manchmal mit der erneuerbaren Energieumlage verwechseln. Dieses Wort ist so viel mehr als seine lange Fassade. Es bedeutet eine Selbstverständlichkeit, die wir alle zusammen schaffen müssen. Die Selbstverständlichkeit, dass Arbeit von Männern und Frauen endlich und überall gleich viel wert ist, wenn es um den Lohnzettel geht. Lasst uns ihm dem Kampf ansagen, dem Monster der Befristungen, dem Monster der Werkverträge, die nur dafür da sind, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Ende des Tages auszubeuten. Und lasst uns dafür sorgen, dass so vieles von dem, was für uns selbstverständlich ist, auch für unsere europäischen Brüder und Schwestern gilt. Dass, wenn ThyssenKrupp mit den Niederlanden oder mit Großbritannien oder wem auch immer fusioniert, dass dann sicher ist, eure Mitbestimmung gilt genauso da wie hier. Danke.
So, Max Lux war das für euch. Knapp am Zeitlimit, aber gerade noch so drin. Mit dem dritten Beitrag zum Thema Arbeit. Und einen vierten werden wir noch hören, der kommt. Ihr werdet es euch denken können, weil ihr ja schon länger zuschaut. Von der FDP. Macht einen Riesenapplaus für Starter Nummer 4 in Runde 3. Für Olaf Inderbeek. Ja, ja, der Mindestlohn und Liberale, wie ein Fisch auf dem Fahrrad. Oder auch nicht. Auch Liberale sind lernbereit und Liberale lernen dazu und Liberale sagen auch, wenn es keine Regulation gibt in einem Markt, dann muss der Staat eingreifen. Sehr einfach. Man lernt dazu. Insofern kann ich nur mir wünschen, dass Tarifpartner stärker werden und weiterhin gute Tarifverträge ausbauen. Damit ist unser Staat groß geworden und damit soll unser Staat auch groß bleiben. Arbeit, gute Arbeit ist in erster Linie auch, wenn ich zufrieden nach Hause komme, weil ich etwas leisten konnte. Und unfair ist es dann auch, und das sage ich auch hier bei der Gewerkschaft als Liberaler, wenn ich als leider Hartz-IV-Empfänger doch nur 450 Euro hinzuverdienen darf und der Staat kommt und sagt, du darfst nur 120 behalten. Das ist nicht fair, das müssen wir auch ändern, auch das muss auf den Prüfstand. Wir haben über Befristungen gesprochen von Arbeitsverträgen. Ja, da haben Sie recht. Aber vielleicht sollte der Staat sich mal an die eigene Nase fassen. 2/3 aller befristeten Arbeitsverträge sind beim Staat. Und er könnte es ganz einfach abschaffen. Insofern machen Sie es vor. Machen wir es allen vor. Weil der Staat sind wir. Und wir lassen es zu. Und das dürfen wir nicht. Zum Schluss mal zu kommen. Viel wird uns bringen an Homeoffice, Gleitzeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ja, wir müssen es gestalten. Wir müssen es gestalten für die einzelnen Arbeitnehmer. Auch dazu gehören die Tarifpartner. Und auch dazu brauchen wir Vorschläge. Die Digitalisierung wird vieles verändern. Die Deregulierung natürlich auch. Auf der anderen Seite, wir müssen es auch mit aller Kraft tun. Weil wir haben keine andere Chance. Wenn ich alleine sehe, dass in den nächsten 8 bis 10 Jahren in der Stadtverwaltung in Bochum 25% aller Beschäftigten in Rente gehen werden, dann werden wir nicht so viele Fachkräfte finden, die ihnen nachfolgen. Also brauchen wir schnellere Systeme, wir brauchen bürgerfreundliche Systeme. Nutzen wir die Zeit, um es einfach für die Gesellschaft zu nutzen. Machen wir uns das Leben auch als Arbeitnehmer einfacher, schöner und auch spaßvoller. Betrachten wir Arbeit nicht nur als leidiges Wesen, sondern auch einfach als die Stelle, in der ich nicht mein Leben verschenke. Dankeschön. Olaf Inderbeek war das für euch mit dem vierten Beitrag zum Thema Arbeit. Und wir kommen zur dritten Abstimmung. Ich bin sehr gespannt, was nun rauskommt, was die ZuschauerInnen am Bildschirm daheim nun entscheiden. Es geht genauso wie vorhin auch, Ausrufezeichen, Vote, Leerzeichen und dann Vorname, also entweder Axel, Max, Fabian oder Olaf. Wir starten die Zeit ab jetzt. Ich wollte kurz ein bisschen Spannung zwischen Malte und mir aufbauen, der den Stream steuert. Ich sage in der Zeit, mich hat es auch einfach überrascht, als ich das in den Nachrichten gelesen habe, dass Jeff Bezos einfach weniger Steuern zahlt als ich. Und ich habe mir sofort vor lauter Wut in so einer ganz emotionalen Phase aus Verärgerung dann ein Che Guevara-T-Shirt bei Amazon bestellt. Ich möchte ankündigen, was es zu gewinnen gibt am heutigen Abend. Wer auch immer nachher den Sieg davon trägt, kriegt natürlich eine Kleinigkeit von uns. Das ist einmal eine Bienenpatenschaft von der GLS Bank. Wer also hier gewinnt, ist am Ende Pate eines Bienenstocks und kann dann auf seine politischen Gegner seine Bienenarmee schicken oder Honig vorbeibringen, ne, an die Freunde. Das geht. Und dann haben wir ein kleines Büchlein, Texte aus dem Ruhrgebiet. Es heißt Fix und Fertig. Das ist ein Buch, in dem wir junge Künstlerinnen und Künstler aus der Poetry-Slam-Szene im Ruhrgebiet versammelt haben. Meine Zeit ist anscheinend vorbei. Es hat auch für mich gebimmelt so ein bisschen. Die eine Minute ist um.
Und ich höre mal zu Malte rüber in die Regie, was das Ergebnis ist. Wir haben einen Gleichstand. Spannend, dann gibt es einfach für beide einen Punkt. Das können wir so nicht machen. Wir haben einen Gleichstand zwischen drei Leuten. Wie ist das technisch überhaupt möglich? Um Gottes Willen, wenn das Ende September passiert. Ja, wir geben allen dreien einen Punkt. Axel, Max und Olaf haben einen Punkt in dieser Runde. Gleich viele Punkte. Spannend. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber auch das. Neuerdings gibt es Ausgeglichenheit und Gerechtigkeit anscheinend auch im Internet. Ich bin sehr aktiv in den sozialen Medien. Wer mich kennt, weiß das. Ich bin überrascht über Einigkeit. Aber schön, umso schöner, wenn unser Abend auch solche Überraschungen hervorbringt. Bevor wir das nächste Thema von Bettina Gantenberg vorgestellt bekommen, schauen wir uns den vierten und letzten Clip an, den es aus der Kampagne Bundestag Nazifrei hier heute gibt. Auch dieser, wie alle anderen, bisher unveröffentlicht. Also viel Spaß mit Clip Nummer 4. Wird er noch gesucht? Bist du bereit? Ja, Film ab. Käse und Wein, das passt gut zusammen. Ich muss es wissen. Ich bin Dirk Breidenbruch und betreibe eine Weinbar. Übrigens ein Tipp, Käse immer separat verpacken, weil der verträgt sich nicht mit anderen Kulturen. So wie die AfD, die verträgt sich auch nicht mit anderen Kulturen. Deswegen finde ich die schlecht. So schlecht, wie mein Käse gar nicht werden kann. Also geht demokratisch wählen, aber nicht die AfD. Denn die AfD, die ist Käse. Ja, wir kommen zum letzten Thema heute Abend. Und welches Thema hatten wir noch nicht? Ein Thema ist sicher die Rente. Im Alter selbstbestimmt, sozial abgesichert und in Würde leben zu können. Das ist das Ziel einer vorausschauenden, gerechten und sozial ausgewogenen Alterssicherungspolitik. Wesentliche Voraussetzung einer guten Absicherung im Alter ist das letzte Thema, das wir gehört haben, nämlich eine gute Arbeitsmarktpolitik. Da die individuelle Rentenhöhe sich nach dem Grundsatz der Äquivalenz berechnet. Niedrige Einkommen während des Erwerbslebens führen unweigerlich zu niedrigen Renten. Ziel einer starken und solidarischen gesetzlichen Rentenversicherung muss sein, ein auskömmliches Sicherungsniveau zu gewährleisten, das sich am Lebensstandard während des Erwerbslebens orientiert. Die Riester-Rente, die Absenkungen des Rentenniveaus ausgleichen sollte, ist gescheitert. Daher muss als Baustein neben der gesetzlichen Rente die Betriebsrente, finanziert mit einem essentiellen Beitrag der ArbeitgeberInnen, ausgebaut werden. Frage an die Kandidaten: Welche Ansätze verfolgen Sie zur Sicherung der Altersvorsorge? Wohlan, Thema Nummer 4, die Altersvorsorge. Und wir ihr kennt das schon, wechseln wieder mit der Reihenfolge. In dieser Runde beginnen wird der Kandidat der SPD. Bitte begrüßt mit einem riesigen Applaus noch einmal auf der Bühne Axel Schäfer. Die Rente ist sicher, aber wie? Schuld ist wohl die böse Demografie, zu wenig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zu viele Rentnerinnen und Rentner. Das ist eine verwunderliche Philosophie, es ist neoliberale Demagogie. Jahr für Jahr attestiert, wenn Jahr für Jahr die Produktivität steigt, aber der Lohn stagniert, darum bin ich es, der jetzt in dieser Frage die Meinung geigt. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt braucht es keinen Held, um klar zu sagen, hier muss kein Rentner, keine Rentnerin am Hungertuch nahren und jede trage dazu bei. Das ist wahrlich keine Gleichmacherei, denn das soll es für alle Menschen hier geben, ein gutes Leben. Wir erwirtschaften riesige Gewinne im Jahr. Wo diese hinfließen, ist dank der Finanzämter auch klar. Geld für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Eltern, Familien und die alten Tage, das hat unsere Gesellschaft ausreichend. Gar keine Frage. Doch die Frage, die uns hier ereilt, ist die Frage, wie ist das Geld verteilt?
Bei genauerer Betrachtung dieses Untersuchungsgegenstand fällt auf, das ist ja wirklich allerhand, das reichste, 1% verfügt über 1/3 des gesamten Wohlstands. Und dazu braucht man kein Diplom in erweiterte Gerechtigkeitstheorie. Ausgleich, so lautet die gebotene Philosophie. Und so baut besonders meine Partei auf die ordnenden Kraft der Vermögensbesteuerei. Und wenn diese ihre Wirkung dann entfaltet, geht es auch, dass Politik gestaltet, so schön für ein besseres Leben, für euch, für sie. Ich frage, warum sind wir so lange auf den Leim gegangen, einer neoliberalen Demagogie? Die Rente ist sicher, sagte einst Norbert Blüm, ich weiß nicht, was würde ihm heute blühen, dem Blüm. Und deshalb, nur zum Schluss, an dieser Stelle eine kleine Werbung auf die Schnelle. Ich bitte in diesem Sinne um eure Stimme für eine Regierung ohne Bremsklops, die ohne Bremsklops sei. Gemeinsam will ich das mit der Grünen Partei unter einem Kanzler Olaf Scholz. Und ich hoffe spätestens heute Abend, er soll es für Deutschland, das Klima und die Welt sein. Und das mit meinem letzten Reim. Das Schönste ist für die Union in Zukunft Opposition. Danke. So, Starter Nummer 1 in Runde Nummer 4 schließt mit einem kleinen Seitenhieb. Auch das ist natürlich möglich und machbar beim Poetry Slam. Wir machen weiter mit Starter Nummer 2. Er kommt von der Grünen Partei. Bitte begrüßt mit einem riesigen Applaus noch einmal am Mikrofon. Hier ist für euch Max Lux. Und? Und wie viele Jahre hast du gearbeitet? Nur 34,5? Schade, da können wir leider nichts machen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sich die Situation für Menschen anfühlt, die ihr ganzes Leben lang einen Beitrag zur Gesellschaft geleistet haben, aber nicht unbedingt die 35 Beitragsjahre voll machen und die durch das Raster der Grundrente fallen, die sich auch dann manchmal dieser sehr harten Bedürftigkeitsprüfung aussetzen müssen. Das möchte ich nicht, weil es in dieser Stadt ein Paradigma gibt, das ich spüre und mit dem ich aufwachsen durfte. Und das ist das Paradigma der Solidarität. Und wenn Philipp Amthor, Christopher Ploss und wie sie alle heißen von der CDU aufschreien und mir erzählen wollen, es ist ein Generationenkonflikt, jung gegen alt. Nein, dann möchte ich dagegen halten. Es ist ein Konflikt. Solidarität gegen Unsolidarität. Wir haben in diesem Land keinen Konflikt zwischen jung und alt, sondern einen zwischen unten und oben. Und das heißt, wir müssen die Rente garantieren. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen, die in Rente gehen, auch das bekommen, was sie verdienen. Wir brauchen eine Garantierente, die nicht länger fragt, was hast du denn zu wenig getan und wo hast du denn Ersparnisse, sondern die fragt, was hast du für uns geleistet und was können wir für dich geben, um dein Leben auch in Würde abzusichern. Wir brauchen ein stabiles Niveau des Beitrags, das garantiert, dass auch wenn ich mal in Rente gehen möchte, dass diese Solidarität, die wir hier in dieser Stadt alle spüren, dass die dann auch noch am Schluss da ist. Und wir brauchen kein höheres Beitragsalter. Aber was wir brauchen, und da hat Axel vollkommen recht, ist eine Bundesregierung ohne die Union. Danke. So, während ich das Mikro desinfiziere, habe ich den Eindruck, so langsam wird der Ton schärfer hier in der Debatte bei dieser Veranstaltung. Ich freue mich, dass wir uns alle hier zusammengefunden haben, um verschiedene Positionen zu hören. Und wir machen weiter mit Starter Nummer 3. Das ist an dieser Stelle der Vertreter
der FDP. Bitte begrüßt sie noch einmal mit einem Riesenapplaus am Mikrofon. Bitte Lärm für Olaf in der Weg. Applaus. 2017 hat mich sehr erschreckt. Zum ersten Mal musste ich Haushalt machen im Deutschen Bundestag. 325 Milliarden Gestaltungsspielraum, dachte ich. Leider waren es 100 Milliarden weniger, weil das ist der Steuerbeitrag, der für die deutsche Rentenversicherung jährlich vorgesehen ist und ausgegeben werden muss. Bei lediglich 48% Leistungsgarantie, das ist wahrlich nicht viel. Dann fragt man sich, wenn man sowas sieht, was ist denn eigentlich unser Ziel? Ja, das Ziel ist, wir wollen nicht länger arbeiten. Richtig, wollen wir nicht. Das andere Ziel heißt aber auch, wir müssen vielleicht mehr Menschen in die Rentenversicherung bringen, um sie besser bezahlen zu können. Das funktioniert rechnerisch einfach nicht, weil dann kriegen wir auch viel mehr Menschen Rente. Insofern haben wir ein Dilemma. Aber was ich von keinem bis jetzt gehört habe, ist, wie möchte ich denn das Ziel erreichen? Was muss ich an dem Ziel tun? Woran muss ich arbeiten? Und da fehlt mir das Konzept. Das Konzept fehlt mir bei ziemlich vielen hier. Wie gerade schon gesagt, es kann nicht fair sein, 34,5 Jahre zu arbeiten, um gesagt zu kriegen, die Grundsicherung für dich leider nicht, sorry. Wir müssen einfach zusehen, dass wir dort auch Gerechtigkeit hineinbekommen. Gerechtigkeit für mich ist, in dem Moment, wer eingezahlt hat, der sollte natürlich nicht nur aus der staatlichen Rentenversicherung Geld kriegen, er sollte aus der betrieblichen Rentenversicherung Geld kriegen, das sollten wir ausbauen, und er sollte auch die Möglichkeit haben, privat vorzusorgen. Die Möglichkeit haben, privat vorzusorgen, kann man aber nur, wenn man genügend Geld hat. Also müssen wir auch die Bürger in diesem Fall entlasten. Das gehört einfach zu dem Spiel dazu. Ich kann die Kuh nicht melken, wenn sie keine Milch mehr hat. Und insofern sollten wir auch darüber nachdenken, dass der Generationenvertrag in dieser Weise aufrechterhalten bleiben kann. Wir schauen ins Ausland. Warum geht es im Ausland besser mit der Rentenversicherung als hier? Im Ausland findet man moderne Konzepte, höhere Rentenniveaus. Warum gucken wir uns nicht auch mal was ab? Wir haben beispielsweise in Schweden geguckt oder in Norwegen, wo wir gesagt haben, junge Menschen investieren ganz viel Geld an privaten Märkten, in grüne Energie etc. und verdienen damit Geld. Warum nehmen wir nicht einfach 2% unserer Beitragsvolumen und investieren sie an der Weltbörse? Und zwar in einem Staatsfonds, nicht in einem Zockerfonds. In einem Staatsfonds, der dazu beitragen wird, unsere Renten weiterhin und besser zu stabilisieren. Vielen Dank. Olaf Inderbeek war das für euch. Und tatsächlich schon der vorletzte Starter in der letzten Runde. Den letzten Beitrag hören wir in dieser Runde. Und am heutigen Abend von der CDU macht einen riesigen Applaus. Ich freue mich sehr, dass er nochmal auf die Bühne kommt. Für euch, Fabian Schütz. So, jetzt haben wir ja vorhin interessante Theorien hier gehört. Ich bin 40, ich gehöre zu der Generation an, die für die Alten zahlen muss und die für die Jungen zahlen muss. Also sprich, auf meiner Generation liegt im Moment die Last der meisten Beitragszahlungen. Ich möchte ganz klar eine Sache sagen. Wir hatten hier vorhin auch interessante Sachen gehört von wir brauchen keine schwarze Null. Wir haben vorhin über Klimawandel geredet und über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit betrifft aber auch unsere Ressourcen, unser Geld. Wir wollen eine sichere Rentenversicherung haben. Ja, die Rente ist sicher. Wir müssen aber auch das Beitragsniveau halten. 40%. Wer in Deutschland gearbeitet hat und gut gearbeitet hat, muss von seinem Geld auch leben können. Ja, das ist richtig. Wir müssen deswegen die betriebliche Altersversorgung steigern. Wir wollen, da habe ich mich persönlich für eingesetzt, die freiwillige Rentenversicherung öffnen, dass jeder für sich mehr in die Rentenkasse freiwillig einzahlen kann, als er durch seine normale Beitragszahlung jetzt
leisten kann. Ja, ich weiß, Herr Inderbeck, der findet das nicht so toll an der Stelle, weil die Rentenkasse damit noch, ja, aber man muss auch mal darüber nachdenken, es gibt genug Menschen, die haben keinen Zugang zu betrieblicher Altersversorgung, weil dieses Konzept der privaten Versicherung für viele Betriebe viel zu kompliziert ist. Wir haben genug Handwerksbetriebe, die würden gerne ihren Mitarbeitern einen einfachen Zugang zu mehr Altersversorgung gewähren. Die sind aber abgeschreckt vom privaten Versorgungssystem. Deswegen müssen wir auch für Kleinbetriebe die Möglichkeit geben, also wir müssen kleinen Unternehmern auch die Möglichkeit geben, für ihre Mitarbeiter freiwillig mehr in die Rentenkasse einzuzahlen. Ich finde, das ist ein gutes Konzept. Das müssen Sie selber entscheiden. Nur für mich ist eine Sache klar. Wir müssen bei jedem Euro, den wir ausgeben, überlegen, wo er herkommt. Und es kann nicht sein, dass wir ein System am Ende aufblähen und unsere Kinder dafür gerade stehen müssen. Das ist mir persönlich wichtig. Das wollte ich Ihnen noch einmal kurz gesagt haben, nachdem ich jetzt hier gehört habe, die CDU will man ja nicht in der Regierung haben, mehrfach. Ich habe auch mehrfach gehört, dass hier mehr Geld ausgegeben werden soll. Wo das Geld herkommt, ist man uns zwar schuldig geblieben. Ich denke mal, da werden wir ja noch in den nächsten Wochen drüber reden. Aber das war mir jetzt gerade wichtig, dass wir auch mal an die Leute denken müssen, die das Ganze bezahlen müssen. Danke. Fabian Schütz von der CDU mit dem vierten Beitrag zum Thema Altersvorsorge und Rente. Wir kommen zur letzten Abstimmung. Einmal reiten wir noch Volk von Rohan, um den Herr der Ringe zu zitieren. Einmal hören wir noch rein. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkam, war selber überrascht. Wir machen das wie immer mit dem Abstimmungstool im Chat. Ausrufezeichen Vote und dann der Vorname. Der Chat ist übrigens sehr clever und hat gesagt, warum macht ihr diesen Trara mit den Vornamen? Ihr hättet doch einfach auch den Parteinamen nehmen können. Wir wissen es selber nicht. Das ist eine gute Idee vom Chat an der Stelle. Wir starten die Abstimmung in Runde Nummer 4 genau jetzt. So. Und damit nähern wir uns auch schon dem Ende. Ich kann euch jetzt schon mal erklären, was gleich noch passieren wird. Ich werde dieses Plakat hier wieder anhängen. Das dauert nicht besonders lange. Wenn das gleich zu einem Ergebnis kommt, werden wir die Ergebnisse der Runden zusammenzählen und mal schauen. Wenn jetzt wieder mehrere Leute gewonnen haben, dann teilen wir die Preise. Vielleicht kriegt dann einer Seite 1 bis 100 des Buches und der andere den Rest oder so. Das finden wir dann raus. Ansonsten werden wir dann gleich natürlich noch ein Schlusswort hören von Bettina Gantenberg von der DGB. Und dann machen wir noch ein kleines Foto mit allen Kandidaten. Und dann geht's weiter mit dem heutigen Abend. Und wir haben, glaube ich, jetzt gleich ein Ergebnis von Malte. Es dauert noch eine Sekunde. Es bleibt spannend. Der Chat ist sich anscheinend nicht. Jetzt haben wir das Ergebnis. Er ist sich doch einig geworden. Man hat etwas rausgefunden. Willst du es mir zeigen? Oh, ich komme mal hier runter in den Regiebereich. Das sieht man jetzt da draußen im Stream nicht. Man hört mich aber noch. Wir haben einen Gewinner in dieser Runde. Und das bedeutet, dass er auch der Gesamtsieger ist an der Stelle. Ist das aufregend? Ich möchte noch eine Sache sagen, bevor ich den Preis übergebe. Das ist natürlich ein Stimmungsbild des heutigen Abends. Es ist nicht so, um Missverständnissen vorzubeugen, dass derjenige, der hier jetzt gewonnen hat, damit in den Bundestag automatisch einzieht. Das entscheiden wir erst Ende September. Vielleicht ärgert ihn das. Der Gewinner des heutigen Abends, das kann ich unter eurem tosenden Applaus bekannt geben, kommt von den Grünen und ist Max Lux, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Herzlichen Glückwunsch, diese Bienenpatenschaft. Ich weiß nicht genau, ob die Kiste randvoll mit Bienen gefüllt ist, das Ganze, und öffne sie vorsichtig. Und dieses Buch gehören dir. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch, danke für deine Arbeit und deine Vorträge. Und an dieser Stelle schicken wir nochmal einen Riesenapplaus an alle, die heute Abend hier aufgetreten sind. Hinterher, Dankeschön Fabian Schütz, Olaf Inderbeek, Axel Schäfer und unseren Gewinner Max Lux. Sehr, sehr gern. Dankeschön. Und wir hören jetzt noch, danke, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr mitgemacht habt, von mir an dieser Stelle
Es war sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Es gibt wieder einzelne Veranstaltungen, nicht nur im Stream, auch live finden Poetry Slams zum Beispiel wieder statt. Natürlich bleibt für mich als Schlussaufforderung, egal für wen ihr euch am heutigen Abend erschienen habt, bitte kommt nicht nur hierhin, schaut nicht nur hierzu, sondern geht vor allen Dingen auch wählen Ende September, wenn es darum geht, wie sich der Bundestag neu zusammensetzt. Es ist, habe ich das Gefühl, eine wichtige Wahl, aber das Gefühl habe ich eigentlich alle 4 Jahre, dass die Wahl ganz, ganz wichtig ist für den Weg in die Zukunft. Also nutzt euer Stimmrecht. Das war's von mir. Das Schlusswort spricht Bettina Gantenberg. Noch einmal unser riesigen Applaus auf der Bühne vom DGB. Dankeschön. Ja, eigentlich kann ich mich da nur anschließen, sagen, geht wählen. Alles, was die Kandidaten heute Abend gesagt haben, soll euch bei der Entscheidungsfindung natürlich helfen, wen ihr wählt. Was aber keine Entscheidung ist, ist erstens wählen zu gehen und zweitens demokratisch zu wählen. Also das ist die Grundding, da gibt es überhaupt keine Debatte. Das muss man machen, ob in Briefwahl oder am 26. hinzugehen. Die beiden Möglichkeiten gibt es noch. Ja, so eine Veranstaltung, ich will jetzt gar nicht groß reden, geht natürlich nicht nur mit wenigen Leuten, sondern es waren jede Menge, die hier geholfen haben. Ihr habt den Namen immer wieder gehört, Malte sitzt an der Seite. Und herzlichen Dank an Malte und Lea von Wortlaut Ruhe, die dafür gesorgt haben, dass das ganze Streaming-Prozedere so reibungslos gelaufen ist und uns dabei hervorragend unterstützt haben. Danke. Und dann herzlichen Dank auch an Tonbande e.V. Euren Namen weiß ich jetzt leider nicht, hat Melanie mir nie aufgeschrieben. Aber die beiden haben dafür gesorgt, dass das Internet irgendwann auf 11 war. Ich habe keine Ahnung, was das heißt, aber es war auf 11. Herzlichen Dank natürlich, ich habe es gerade schon gesagt, Melanie. Melanie ist immer, die steht immer im Hintergrund und kommt nie nach vorne, aber Melanie ist die, die dafür sorgt, dass alle Veranstaltungen vom DGB so hervorragend laufen, dass alles von vorne bis hinten organisiert ist und ich irgendwann vor der Veranstaltung einen Zettel kriege mit dem Ablaufplan, wo alles draufsteht, was ich tun muss. Danke, Melanie. Danke natürlich auch an Stefan, unser Kreativkopf, der immer dafür sorgt, dass wir so tolle Plakate haben, dass die Filme gezeigt werden, dass wir Logos haben, nicht nur für Bundestag nazifrei, sondern immer wieder tolle Sachen und der jetzt natürlich auch mit Bundestag nazifrei so viel macht und uns so viel unterstützt und auch immer dabei ist. Danke an Stefan. Ja, und die anderen, die möchte ich jetzt noch an die restlichen, denen ich danke, die möchte ich jetzt auch noch auf die Bühne bitten, weil wir nämlich noch ein gemeinsames Foto machen möchten. Es ist natürlich in erster Linie Sebastian. Danke, Sebastian, für die super tolle Moderation den Abend. Danke an die Kandidaten. Fabian Schütz. Jetzt habe ich eure Namen nicht mehr. Jetzt ist zu spät. Geht mir auch so jetzt gerade. Max Lux. Olaf Inderbeek und Axel Schäfer, kommt bitte noch hoch, damit wir noch ein gemeinsames Foto machen können. Und ihr sollt natürlich, wenn auch kein eigenes Bienenvolk. Gott. Ey. Artenschutz, ne? Genau. Trotzdem natürlich noch. Meine Maske habe ich jetzt auch. Ich mache jetzt den langen Arm. Ich darf sagen, ich bin geimpft und getestet. Ich auch. Ich mache alles. Ein schönes Paket zum Bundestag nazifrei mit unseren Materialien. Dankeschön. So, jetzt fehlt es mir, aber ich nehme dafür das. Das dauert meist 45 Minuten. Also. Alle am Ende, noch nicht alle? Alles klar.
Das war's, oder? Das war's. Wenn ich das Ganze nochmal in Ruhe hinterher auch nochmal ein Bild mache, 14 Tage von jetzt unter dem Link. Ja, ich sage das nochmal hier, genau, weil das habt jetzt nur ihr gehört, im Stream hört man uns natürlich nur, wenn man am Mikrofon ist, auch für, wenn ihr denkt, das war eine tolle Veranstaltung, die ihr im Stream gesehen habt, man kann sie sich nachher noch anschauen, 14 Tage lang ist sie auf twitch.tv/wortlautruhe, schaut vorbei, vielen Dank, dass ihr da wart. Das kann ich verstehen. Yeah.